Servus, hallo und willkommen zurück zu Ni No Kuni. Part 5. Im letzten Part haben wir den finsteren Wald betreten. Hier sollen wir einen alten Mann finden, der uns hilft, ein gebrochenes Herz zu heilen. Und schaut euch das mal an. Der Oberhammer. So, wir sollen Tröpfchen folgen. Dann machen wir das auch einfach mal. Wir werden uns noch später umsehen können. Mr. Drippy! Wait for me! Who goes there? Jeepers. Ollie boy, meet old Father Oak. How do you, Aliphinus? Oh, Drippy, it's you. And to what do I owe the pleasure? Well, I got a visitor by her from another world, see? And what it is, I was wondering if you might lend us a bit of a hand, like. Oh, I should have known. You only ever come to see me when you are in need. Sorry, your tall ship. You know I'm always very grateful. This boy. Ah, spotted it. Did you, your bark ship? Well, well. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. And Drippy, you mean to... That's right, your ancient ship. We're off to give Shadar a right royal hiding. You? Why? As reckless as ever, I see. Very well. You shall have my aid. But first, we had better give the boy a familiar, had we not? Oh, yeah! Clean forgot I did. He's right, Dolly boy. It might be a bit early, but I suppose we better teach you how to conjure up familiars, innit? Familiars? Yep, familiars. You're in our world, you can magic up little fighting creatures from your heart, see? They're called familiars. Where we're going, the beasties are only gonna get bigger and meaner. So, you're gonna need a helping hand. Or claw, or beak, or tentacle. Can I really do it? Well, there's only one way to find out. You want to help your mom, don't you? Sure I do. Well then, grab your wizard's companion and turn to the page marked Form Familiar. Aber Tröpfchen, der Zauber Vertraute rufen steht hier gar nicht drin. Wie bitte? Der Junge hat recht. Sieh dir seinen magischen Begleiter mal an. Etliche Seiten scheinen darin zu fehlen. Wirklich? Verdamm mich! Heißt das, ich kann den Zauber nicht benutzen? Hohoho, ganz so machtlos bin ich nun auch wieder nicht, junger Mann. Oliver, stimmt's? Lass mal sehen. Vertraute rufen. Ah, hier. Ein Geschenk für dich, Oliver. Du hast eine Seite mit dem Zauber Vertraute rufen erhalten. Vielen herzlichen Dank, Gevatter Eiche. Die entsprechende Seite für einen Zauber zu besitzen bedeutet aber nicht, dass du ihn auch anwenden kannst. Manche Zauber sind für gewisse Zauberer einfach nicht bestimmt. So ist es nun mal. Darüber solltest du dir jetzt aber nicht den Kopf zerbrechen, Junge. Probier einfach mal Vertraute rufen aus, okay? Natürlich, Tröpfchen. Ja, wir tun einfach, wie uns geheißen wird. Ruft aus dem Herzen des Zaubernden einen Vertrauten herbei, der an seiner Seite kämpft. What's this? That's tidy work, Ollie boy. Look at that, a warrior from your very own heart, a familiar. This is a familiar? That's right. The fighting spirit inside you made flesh, a soldier of your soul. And he can really help me fight? Ooh. Ooh.
was a mean trick. And the stronger you get, the harder he's gonna hit as well. Wow. Das ist also ein Vertrauter, was? Und er kommt mit uns? Ganz recht, Olli. Je mehr, desto besser, oder nicht? Du solltest dem Kerlchen noch einen Namen verpassen. Wichtel, wir lassen die Namen einfach, wie sie sind. Wir könnten ihn ja auch Minimi nennen. Aber Wichtel ist doch nicht schlecht. Bist du sicher, dass du den Wichtel nennen möchtest? Naja, warum nicht? Oliver, wir können dich nicht nur mit diesem verdorrten Zauberstab gewappnet in die Wildnis schicken. Ich habe ein paar Zauber für dich, die dir im Kampf helfen werden. Der erste ist ein stärkender Zauber namens Lindernde Hand. Du hast eine Seite mit dem Zauber Lindernde Hand erhalten, die werden wir uns gleich alle angucken. Schick, das ist der nützlichste Zauber für Abenteuer auf Reisen. Kratzer, blaue Flecken, Verstauchungen, Platzwunden, alles kein Problem für Lindernde Hand. Ach, es hört sich ja so an, als würde ich mir demnächst dauernd wehtun, Tröpfchen. Und dies ist die Gabe des flammenden Infernos, Feuerball. Schick, der schießt den kleinen Ball aus Feuer. Pflanzenartige Bösewichte hassen Feuermann. Sogar der alte Baumheini hier hat Angst vor Feuerball. Tröpfchen, wie kannst du es wagen? Du würdest diesen Zauber nie gegen mich richten, nicht wahr, mein Junge? Aber natürlich nicht, Gevatter Eiche. Du hast eine Seite mit dem Zauber Feuerball erhalten. Nun kannst du jederzeit Viereck drücken, um das Zaubermenü aufzurufen. Du kannst einen Zauber wie Lindernde Hand jederzeit benutzen. Feuerball ist jedoch hauptsächlich für den Kampf gedacht. Aber jeder Zauber kann sich in bestimmten Fällen als überaus nützlich erweisen. Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, solltest du vielleicht mal deine Magie-Repertoire durchgehen. Vielleicht findet sich da ein Zauber, der dir aus der Klemme hilft. Du kannst jetzt das Zaubermenü benutzen. Yay! Uh-oh. Huh? Spoiling for a fight, is it? Better give him what he wants, Ollie boy. Huh? But what do I do? Just think what you want him to do and he'll do it. It's as easy as falling off a log, man. Okay. Just think what I want him to do. Here goes. Attacke! So, Hüpfelchen A und Hüpfelchen B. Wunderbar, Ollie. Zeit, dass du lernst, wie man Vertraute im Kampf verwendet. Erstmal musst du dich entscheiden, wer kämpfen soll. Du oder dein kleiner Kumpel. Wo wir ihn schon erschaffen haben, sollten wir ihn auch einsetzen. Wähl ihn mal aus. Schick, jetzt ab ins Kampfgetümmel mit dem Knirps. Oh ja, siehst du den Kreis da links oben? Das ist die Ausdaueranzeige von deinem Vertrauten. Das Ding zeigt dir, wie lange der noch weiterkämpfen kann. Alles klar? Je länger du ihn rackern lässt, desto kürzer wird die Ausdaueranzeige. Wenn die leer wird, ist der Arme so kaputt, dass er nicht mehr weiterkämpfen kann. Traurig, oder? Bevor es soweit kommt, solltest du den Kleinen also zurückrufen und in Ruhe gönnen. Oh, und da gibt's noch was, was du über Vertraute wissen solltest. Siehst du das kleine Symbol hier? Das ist sein Zeichen. Das ist sowas wie ein Sternzeichen, aber es gibt nur vier davon. Sonne, Mond, Stern und Planet. Und wie bei Sternzeichen passen Ungleiche besser zusammen. Nutzt das im Kampf aus. Dann wären da die Tricks. Das sind echt mächtige Fähigkeiten, so ähnlich wie Zauber. Und genau wie Tricks kosten sie dich MP. Die Kosten stehen gleich daneben. Aber du darfst nicht vergessen, dass du und deine Vertrauten euch MP und LP teilt. Benutzt ein Vertrauter einen Trick oder kriegt einen üblen Treffer ab, sinkt deine MP und LP. Mann, oh Mann, das ist mal eine lange Lektion, was? Zum Schluss gibt's einen Tipp, der echt top ist. Die Ausdauer von Vertrauten sind ständig, also müsst ihr regelmäßig die Plätze tauschen. Du kannst das machen,
Wann du willst. Drück dazu einfach L1, klaro? Jetzt höre ich aber mit dem Gequatsche auf, ehe ich uns beide zu Tode langweile. Zeit für deinen großen Auftritt. Auf geht's, Jungchen. So, wir nutzen einfach mal gleich sofort den Schnitter. Wir lassen uns natürlich nicht lumpen. So. Später ist es so, dass man 3 Vertraute mit sich führen kann. Pro Person. Und, ja, das Ganze ist auch so ein bisschen... Ah, wenn ich sage, ist wie Pokémon, ist das schon wieder zu viel des Guten. Aber du kannst halt auch später Monster einfangen. So, gut gemacht, Knirps. Die steigen übrigens später dann auch nochmal nicht nur Stufen auf, sondern verwandeln sich auch weiter. Aber wie das geht und überhaupt, das dauert noch ein bisschen. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Und jetzt weißt du auch, wie man mit Vertrauten kämpft, oder Olli? Um ein echter Champ zu werden, musst du lernen, wann du deinen Vertrauten von alleine lassen sollst und wann du besser selber das Heft in die Hand nimmst. Ich werde mein Bestes tun, Tröpfchen. Oh, und wenn er mal nicht am Kämpfen ist, hängt der Racker ganz gemütlich im Kreaturenkäfig ab. Im Kreaturenkäfig kannst du deine Vertrauten mit schmackhaften Leckereien verwöhnen. Es gibt jede Menge Leckereien zur Auswahl. Manche verbessern ihre Fähigkeiten, andere können ihnen sogar neue Tricks beibringen. Schick! Gibst du den Kleinen genug von ihren Lieblingsspeisen, stärkt das die Bande der Vertrautheit und du kannst ihre Fähigkeiten noch weiter steigern. Aber stopf sie nicht zu sehr mit Süßigkeiten voll, sonst sind sie am Ende noch übersättigt. Man soll's mit der Pepperlei nicht übertreiben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber merk dir fürs Erste einfach, dass du dich im Kreaturenkäfig um deine Vertrauten kümmern kannst. Kreaturenkäfig, kapiert. Ich werde mich gut um ihn kümmern, das verspreche ich, Tröpfchen. Der Kreaturenkäfig kann jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. Yay! Ah, hätte ich beinahe vergessen. Wir wollen dich was fragen, eure Holzheit. In Katzbuckel steht ein Wachmann mit gebrochenem Herzen, weißt du? Mit gebrochenem Herzen, sagst du? Shadars böse Mächte breiten sich immer weiter aus. Ihr braucht also... Genau, eure Ho Eich. Bist ganz schön fix. Hast immer noch drauf, was? Nur Geduld, kleines Tröpfchen. Natürlich habe ich das. Lass mich mal sehen. Ich weiß, dass ich sie irgendwo ist. Verflixt doch eins! Du hast sie doch hoffentlich nicht verloren, oder? Verloren? Eine Frechheit. Ich habe sie sicher verwahrt zwischen meinen höchsten Zweigen. Da oben herrscht ein ziemliches Durcheinander. Ah, während ich danach suche, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Ich habe doch gesagt, dass wir es eilig haben, oder nicht? Wir haben keine Zeit für... Tröpfchen, wir sollten Gevatter Eiche helfen. Schließlich hat er uns diese Zauber gegeben. Ah, wie erfrischend, einem derart verantwortungsbewussten und ehrlichen jungen Mann zu begegnen. Na schön, hab schon kapiert. Also sag an, was sollen wir für dich tun? Nun, es geht um den Wächter dieses Waldes, versteht ihr? Der Wächter, wie? Was ist los mit dem Eulenknacker? Er ist in letzter Zeit etwas ungebärdig geworden und er vernachlässigt seine Pflichten. So. Das ist nicht gut, was? Wir sollten ihr wohl besser helfen, ihm Manieren beizubringen, Der Wächter klingt wie ein harter Kerl. Das kannst du laut sagen. Der ist viel stärker als normale Viecher. Aber jetzt hast du einen Vertrauten auf deiner Seite, Junge. Wird schon schief gehen. Außerdem, wenn du Shadar besiegen willst, kannst du bei so einem popeligen Wächter nicht einfach kneifen, oder? Okay, ich mach es. Wie liebenswert von dir. Der Wächter hält sich im tiefsten Teil des Waldes auf, jenseits der Flüsterfälle. Viel Glück. Erst Zauber, jetzt Vertraute. Du wirst noch ein waschechter Zauberer, oder Olli? Scheint so, ja. Na dann sieh dir deinen neuen Freund doch mal an, was? Und wie geht das, Tröpfchen? Kinderspiel, Mann. Also hör zu.
Guck mal ins Hauptmenü rein, da kannst du Freunde und Vertraute sehen. Da findest du alle möglichen Infos über deine Fähigkeiten und die von deinen Vertrauten. Siehst ein bisschen kompliziert aus und es gibt eine ganze Menge Optionen, ehrlich gesagt, aber das hast du bald raus, Mann. Der ganze Zauberkram ist auch neu für dich. Du kennst also noch nicht alle Kniffe, verstehst du? Aber wenn du weiter gegen Monster kämpfst, wirst du mit der Zeit stärker und steigst Stufen auf, kapiert? Du lernst sicher bald ein paar neue Freunde kennen und so weiter. Also vergiss nicht, die unter die Lupe zu nehmen, wie ich es dir gesagt habe. Alles klar, Tröpfchen. Deine Freunde und Vertraute können jetzt im Hauptmenü aufgerufen werden. So, das erste, was wir tun werden, wir schauen uns mal den Kreaturenkäfig an. So sieht er aus. Wir sehen's rechts unten, Wichtel, Sättigung und Vertrautheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Vertrautheit in dem Sinne bedeutet, aber schauen wir mal, ob wir ihn mit irgendwas füttern können. Seine Genauigkeit steigt. Ja, komm hier, nimm. Kann nicht schaden. Okay. Freunde und Vertraute, hier sehen wir uns. Hier sehen wir ihn. Hier könnten wir später quasi noch ein bisschen ausrüsten. Wir sehen auch die Befehle. Hier zum Beispiel, lass mal sehen. Da ist er noch. Also ab Stufe 5 erlernt er zum Beispiel den Sandstreuer, den Schmetterschlag ab Stufe 10. Genau, 14, 20 und 50. So. Dauert halt alles noch ein bisschen, nicht wahr? Wir haben hier Einstellungen, den nehmen wir vollen Beutel. Und ich habe ja gesagt, wir schauen uns die Zauber an. Das war, glaube ich, hier links oben. Nein, links oben. So, genau hier. Na, wo haben wir es denn? Da. Okay, ich glaube erstmal den hier. Wie heißt er denn? Lindernde Hand, Rune Nummer 3. Lindere den Schmerz von Beulen, Schrammen und Kratzern. Der Pfad eines Zauberers ist selten leicht und du wirst dir unterwegs oder im Kampf unweigerlich Verletzungen zuziehen. In diesem Fall solltest du diesen Zauber wirken. Der Schlüssel für den Erfolg ist hierbei die Güte. Die Wirkung des Zaubers ist gering, wenn hartherzige Zauberer ihn anwenden. Na, kann echt was dran sein. Dann haben wir hier noch den Feuerball. So. Feuerball. Erschaffe eine flammende Kugel. Feuerball heizt seinem Gegner mit magischen Flammen ein und ist besonders wirksam gegen Wasserkreaturen. Abseits des Schlachtfeldes kann der Zauber dazu verwendet werden, Lampen anzuzünden. Und ist immer praktisch, wenn ein Funke benötigt wird. Selbstverständlich sollte man als Zauberer stets vorsichtig mit offenem Feuer umgehen. Ist ein bisschen seltsam, dass Wasserkreaturen jetzt Angst vor Feuer haben, aber mein Gott, irgendein Regelwerk musste ja erschaffen. Das Portal haben wir uns schon durchgelesen und jetzt schauen wir uns noch Vertraute rufen an. Das ist die erste Rune. Beschwört einen Vertrauten aus deinem Herzen herbei. Kreaturen entstehen dort, wo Lebenskraft zu finden ist. Dieser Zauber ermöglicht es dem Zauberer, die Lebenskraft seines Herzens zu nutzen, um eine Kreatur zu formen, die zu seinem Vertrauten wird. Sei in Einklang mit dir selbst, bevor du diesen Zauber wirkst, denn das Ergebnis wird stets etwas über dich selbst aussagen. Ein derartiger Vertrauter ist die Verkörperung eines Herzens und einer Seele. So, haben wir noch irgendwie was? Also da habe ich ja gesagt, werden wir irgendwann mal drauf eingehen. Kreaturen und Vertraute. Oh Gott. Sieht man hier schon irgendwas? Ja, kleiner Kleffer, also so sieht das aus. Da gab's doch noch... Ja, genau. Also, wenn man ein bisschen weiter rausgeht, sieht man die Zeichnung, wenn man Reiter reinzoomt. Dann eben das 3D-Modell. Affinität, Feuer, so, Zeichen, Sonne, Hügel und Tricks. Also das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil die kann man, wie gesagt, später alle... Was ist das denn? Der große Hirsch des Hains. Wow. Okay. Es wird wahrscheinlich noch einige Kreaturen geben. Alle Seiten ansehen. Alle, die wir haben. Okay, einige sind hier schon freigeschaltet. Das meiste werden vermutlich Zauber sein. Hier zum Beispiel die Geschichte, ja. Die könnten wir uns jetzt übersetzen.
Und die würde dann auch Sinn ergeben. Ist richtig krass. Sag mal hier. Mhm. Was ist ein Zauberer? Ja, das können wir uns auch mal ein anderes Mal durchlesen. Genau, okay. Der Akku des Controllers ist leer. Okay, das ist wohl ein Zeichen dafür, dass wir langsam die Sachen packen sollen. Was habe ich davon, dass ich euch Zeug zeigen will? Wir sollen also den Wächter des Waldes aufsuchen. Und was wir für den Kumpel tun können, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!